Willkommen zurück. Ja, gerne aufheben, sagt naja, der Baumi, darüber der Nico. Würde ich mich jetzt nicht beschweren. Ich übrigens auch. Zu einer weiteren Folge von unserem großen Projekt, Event, das hier wunderbar funktioniert. Also der Server, der hat auch richtig Lust mitzumachen und macht auf sie aufmerksam. Ja, hier in Egge. Und da wollen wir jetzt die Welt retten und atmen, Nico. Atmen. Denk an deine Lungen. So. Wo waren wir jetzt? Genau. Also, gerade kam die Frage auf, wo wollen wir jetzt bauen, um das nochmal zu sagen. Also, auf unserer hier Golden Gate Bridge. Erster, zweiter Pfeiler von der Stadt aus gesehen. Da soll ein großes Floßboot, Militär, U-Boot, Schweizer U-Boot hin. U-Boot ist ein bisschen doof, ne? Obwohl, wenn es aufgetaucht ist. Natürlich. Ein Flugzeugträger. Und da kommen dann das Abwehrlaser drauf. Hier war doch eben noch ein Holzstapel. Wo ist der jetzt hin? Hä? Ich bin verwirrt. Und wir machen wir beenden das jetzt nicht, dieses Event, bevor der genauso aussieht wie in echt. Mhm. Das bringt uns dann bezüglich des Kometen wie weiter? Ich frag mal. Wir haben noch 10 Tage. Ach so, natürlich. Hier unten steht auch ein Kart rum. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Karts herkommen. Hier hat jemand einen Baum gefällt und nicht weiter bearbeitet. Da liegt ein Baum im Wasser. Junge, Junge, Junge. Ja, Dingens, was wollte ich jetzt fragen? Sagen, was macht ihr gerade? Erzählt mal so. Wer ist gerade irgendwie was Spannendes am Bauen oder bereitet was vor oder wem fehlt was? Haben wir die Bäume, beziehungsweise kommen da jetzt Bäume, also im Nachschub Bäume oder? Das ist jetzt, wo du so fragst, was fehlt? Meine Grafikkarte zum Beispiel fehlt mir noch. Ich bin am Holzfällen. Ganz fleißig. Und bei uns fahr, kommt das Holz weg. Genau, ich fahre gerade die erste Ladung zur Lumber-Produktion hoch. Ich holst du die Sachen bei Nick oben vom Haus einfach ab, das Holz? Nein, ich fahre sie zu Nick oben. Holz zu Nick, Lumber runter. Macht Sinn. Okay. Gut, haben wir denn, brauchen wir denn noch was aus den Minen zum Beispiel? Oder haben wir genug Eisen? Das ist ja immer so meine Sorge, dass da irgendwie... Also ich brauche auf jeden Fall Eisenbarren, aber ich weiß ja nicht, ob ihr die so vorrätig habt. Ja, da ist der Mike gerade am Gucken dran. Aber so wie das für mich hier aussieht, ich werfe auch mal eben einen Blick hier hin. Aber nimm ihn nachher bitte mit. Wenn es jetzt Nacht wäre, dann könnte man sogar die Grille zirpen hören. So. Also Eisen wird, glaube ich, gerade besorgt. Boah, Schornstein ist wieder zugange hier. Eisen wird, glaube ich, gerade besorgt. Dann kann ich schon mal zurückkommen. Bring auch noch ein bisschen Holz mit und vor allen Dingen Treibstoff für die Wagen. Und dann will ich mal gucken, warum die Stockpiles nicht funktionieren. Oh, warum habe ich den Asphaltstraßen eingepackt? Nick, kann man einfach alle Stockpiles voll machen, oder? Also der Stockpile hier ganz vorne links, der ist nicht verbunden. Deswegen. Okay, welchen... Ah, okay. Das ist erklärt. Kann sein. Also 1900... Dingsbums. Also der Stockpile ganz vorne bei mir am Haus ist nicht verbunden, da kommen gerade meine Baumaterialien und so rein. Kein Platz für Holz. Flo, ich hätte jetzt was gehabt. Okay, du hast jetzt schon rübergeschoben, gut. Dann kann ich wieder weiter. So. Und wenn der Platz hier fertig ist, dann kann er gar eine schöne Abschiedsrede halten. Ja, du bist aber der Einzige, der da irgendwie davon redet. Alle anderen sind gerade mit beschäftigt, die Kometen abzuwehren. Merkst du, ne? Ach, wir haben nur noch 10 Tage. Ja, aber wir haben heute Abend. So, Sprit ist da. Ja, mal gucken, also, ob ich auch nicht an den Stockpile rankomme. Aber falls du ein Thema brauchst, ich hätte sogar ein Thema. Komm ich aber. Aber das Thema kommt von dir. Was soll das denn heißen?
Hä? So. Aber dann haben wir irgendwann auch keine Gasoline mehr, ne? Also, vielleicht können wir da die Fabrik auch nochmal entsprechend anwerfen, dass wir auf jeden Fall, wenn hier jetzt alle Leute hier den Treibstoff verpulvern, dass wir da hinreichend haben. Ich sag's nur. Ja, mach ich sofort. Sag mal, haben wir vielleicht die Möglichkeit, einen Bagger zu bauen? Willst du damit? So. Ich will den Platz hier vorbereiten. Nico, der Platz wird in dem gesamten Abend, um das mal ganz deutlich zu sagen, keine Rolle spielen. Null. Klingt hart, ist aber so. Wie viele Bäume soll ich hier fällen? Soll ich mal richtig radikal schlagen und so? Na, Lamba braucht schon einiges. Also der Stockpile oben, der ist relativ voll schon mit Holz, aber da war jetzt so gut wie kein Lamba drin. Müsste mal jemand... Oder da läuft ein Auftrag drin, ich guck gleich mal, wie viel der... Das ist ins falsche Lager gepackt. Nicht das vordere nehmen. Im Stockpile, was deinem Rucksack zugewendet ist, quasi. Hier, wo ich oben drauf stehe, da ist auch noch ein bisschen Lamba drin, außer wenn du es schon weggeklaut hast. Debo, ich hab dir Eisen gebracht, 300 reichen, oder? Wo hast du das hingesteckt? In Input. Ja, okay, dann müsste es erreichbar sein. So. Müssen wir aber erstmal was essen hier. Ich irritiert diese Minimap in dem Spiel. Mal gucken, was MacWusel hier uns Feines gemacht hat. Ah, warum irritiert dich? Zwei empfehlen? Das ist so aufgebaut wie so eine Kugel. Ach so, ja, du meinst, weil die Erde ja flach ist. Ist gar nicht flach. Es geht das wieder los. Kommt er wieder mit seiner komischen Zeichnung und behauptet, dass das bei Miezen sei. Ironie, so. Vorsicht, Ansteckungsgefahr, ne? Nico atmen. Weil ihr auch der Meinung seid, dass die Welt flach ist. Weil wenn man in der Schweiz wohnt, dann lassen wir das. Brauchst du was gegen Schweizer? Schon wieder? Wie viele Schweizer kennst du gar nicht so, wie du gegen uns hast? Hol Luft, hol Luft. Tja, du. Braucht jetzt sonst noch irgendwer Eisen? Barren jetzt? Klang jetzt gerade nicht so, aber ist auch keiner mehr da, oder? Ich weiß noch nicht genau. Ja, ich habe noch, hab noch 300 im Card. Also. Ja, stecke ihm einfach Mechanik-Input. Ja, so. Da sind schon 300 drin, deswegen. Ja, aber das stört den nicht. Was ist ja denn ein Rohr? aber Lauf. Es macht ja mehr Sinn, wenn wir da Stahl drauf machen. Achso, ja, dann, wieso? Ja, wieso? Weil wir Eisenrohre Eisen brauchen. Ach, Eisenrohre, dafür brauchst du auch noch was, oder? Na, weil Stahl brauchen wir nämlich auch. Ja, das war doch gerade eben meine Frage. Wie viel Eisenrohre haben wir, brauchen wir da noch Eisen? Eisenrohre laufen und ich habe auch noch ein bisschen Eisen da liegen. Und wofür brauchen wir denn Stahl? Alter, was ist denn mit euch los? Die Community ist so aktiv in der Kommunikation, dass sie gerne einfach alles dreimal, viermal besprechen und alles falsch machen dann. Damit sie wieder reden mit können. Es geht nur ums Reden, weißt du? Danke für die Erklärung, ich kann mir jetzt nicht mehr ganz mit. Also jetzt sind sie so kommunikativ, dass sie nur noch über Gedanken... ja genau, jetzt haben sie Schreck gekriegt, jetzt ist auf einmal Ruhe. Wir haben den Kartoffel verloren. Nein! Oh nein! Kartoffel ist weg! Endlich. Ey, hallo? Ich glaube, wir verlieren gleich noch jemanden. Ja. Also ich mach doch mal Lamba an, für mehr braucht ihr mich ja nicht. Dann. Also das ist so auch nicht ganz richtig, Nico. Gerade laufen hier drei Leute im Wald rum und fällen Bäume, weil du es nicht machst. Das ist auch nicht richtig. Ich mag Bäume fällen. Ja, du kannst ja gleich dann deine designtechnischen Fähigkeiten raushauen, wenn das Floß gebaut wird. Aber dafür brauchen wir erstmal das Lamba, ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das habe ich damals als Kind schon so gelernt. Ja, wenn wir einen Flugzeugträger bauen, dann brauchen wir ja kein Lamba. Dann brauchen wir Concrete. Flat Steel. Ja, wir haben uns aber jetzt auf was anderes festgelegt. Ne? Ja, wir brauchen ja auch optische Variationen, wenn wir alles aus Holz bauen.
Also wir bauen eine... Also wir haben genug... Wir haben genug Mortar Stone auf jeden Fall da. Das Einzige, was fehlt, ist Lumber. Und jetzt packe ich erstmal den Lumber, den wir schon haben, in meinen Lambo. Und bringe den in einen Stockpile unten, damit wir da nicht immer so weit laufen müssen. Ja, ich versuche ja schon ein bisschen Mortar Stone für meinen Platz hier zu verbrauchen. Nico? Damit hier diese schöne Gedenktafel, wo alle ihre Kommentare über das Projekt abgeben können. Der Komet wird bestimmt umdrehen, wenn er den Platz sieht. Wir haben immer noch 10 Tage. Sie sehen eine Aufzeichnung unserer Sendung von vor 5 Minuten. Oh, ein Floh. So, Basil, wo genau bist du jetzt gerade im Wald? Baumi, wo bin ich? Auf der auf dem Weg zur Waldestille. Also Richtung Waldberg hoch. Da wurde es genau. Genau, okay. Da, wo das Schild Richtung Waldestille nach links abgeht, da siehst du es eigentlich. Und dann der dritte Baum. Aua, und ich werde hier und dafür schlagen. Ja, ich habe ihn getroffen. Dafür, dass ihr jetzt alles rumfahren dürft, wie ihr wollt, finde ich komisch, dass immer noch keiner hier so ein Kart abgeholt hat. Hier unten stehen ja schon 4. Ja, ich habe aber nochmal 6. Da könnt ihr doppelt fahren. Ja, aber die Wege da oben... Aber so viel Parkplatz haben wir vorne, da braucht ihr nicht. Und die Wege da oben hin sind nicht breit genug. Dann müsst ihr erst die Wege noch... verzeihen, wenn du am Straßenrand parkst. Ich muss schon den Wendekreis immer aus Weizenfeld machen. Das nicht. Die Wege nach hier oben hin sind... Hier stehen so viele Karts rum, wo muss ich jetzt mein Zeugs reinstecken? Die Wege nach oben hin sind halt nicht breit genug, deswegen... Die Wege nach oben hin sind halt nicht breit genug, deswegen kann da keiner durchfahren. Aber ich kann noch Kupferleitungen bauen. Wollen wir nicht mal versuchen, so einen komischen Laser nur mit den Starterbatterien der Karts zu betreiben? Alter. Mit den Starterbatterien der Karts zu betreiben, das ist auch gut. Könnte funktionieren. Ich hab dich auch lieb, okay? Gut, ja. Oh, Starter? So. Wann in etwa kommt dieses Video? Ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen schneiden an dem Video, ich weiß auch nicht. 2020 bestimmt. Nein, weil wenn das noch ein paar Wochen dauert, dann könnten in den Kommentaren nämlich die Leute mir mal einen Tipp geben. Weil ich weiß nicht, ich bin ja am Handy suchen, am neuen Handy und so. Und jetzt kam ja das P20 Pro raus von Huawei. Nein. Doch. Nein. Und doch, und das überlege ich mir zu holen. Nein. Und vielleicht hat das jetzt schon jemand von deinen Zuschauern Basel geholt. Und das können dann mir jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Basel, Bäume sind wichtiger als Handy. Also bitte, wir warten hier und wollen Holz abladen. Entschuldigung, Herr Mike. So, jetzt aber. Hier, nehmt. Doch nicht ins Stockpile reinschmeißen. Da wird hier argumentativ ganz tief in die Trickkiste gegriffen, das höre ich schon. So, dann stelle ich das Stockpile am besten auf die Brücke und wir bauen dann unter der Brücke. Das macht ganz viel Sinn, glaube ich. Wie machen wir denn das? Dann müssen wir von der Brücke irgendwie erstmal so eine Hilfsdings runterbauen, ne? Damit wir da irgendwie Bums haben. Brauchen wir das Weizenfeld? Wo ist denn jetzt das Teil hin? Also so 30 stimmt gar nicht. Was? Habe ich verrechnet. Ach, das ist so kompliziert. 30, 40, Iron Pipes war noch 40, ja. Was halt cool gewesen wäre, wenn man das jetzt irgendwie sehen könnte, ne? Also wenn jetzt irgendwie in der Riesenfabrik 40 Milliarden Tische ineinander stehen und Stockpiles dazwischen und wie man dann so sieht, wie das dann von A nach B transportiert wird, aber... Braucht noch irgendjemand was von der Fabrik auf der in der Stadt? Von der Fabrik in der Stadt? Ja, welches ist das denn? Was da produziert wird. Was ist denn die Fabrik in der Stadt? Elektronik oder was? Nein. Braucht noch jemand was von der Fabrik der Stadt? Braucht noch jemand in der Stadt was aus der Fabrik? Oder so, genau. Mhm. Im Umkreis der Fabrik ist auf jeden Fall die gesamte Fuel-Lagerstätte, ne? Davon werden wir nachher noch einiges brauchen. Soll ich mal ein bisschen Fuel rüber transportieren? Sollen wir vielleicht nochmal auch Fuel nochmal anstellen? Das hatte ich eben schon mit rumgeworfen. Also ich habe das selber noch nicht benutzt, aber beim Combustion-Generator steht ja hier consumes most fuels. Also kannst du alles mögliche reinstecken. Also Kohle oder Öl oder was? Holz? Ne, Holz nicht. Lumber. Ich glaube, der läuft nur mit Gold. Ganz bestimmt.
Also so ein Verbrennungsmotor funktioniert, glaube ich, nicht mit Holz. Stimmt, das brennt ja nicht, ne? Also so viel ich weiß, explodiert das nicht. Alter, jetzt. Schon mal was von einer Staubexplosion gehört? Es geht auch mit Holz. Mit Holz. Es gibt aber Holzmotoren zu Vergasermotoren. Du kannst aber keinen Holzstamm in deinen Tank reintun. Nein, also, macht das warum nicht? Das stimmt so nicht. Es gibt tatsächlich Holzverbrennungsfahrzeuge. Guck das mal. Ja, ich sagte, hast du ein Holzverbrennungsfahrzeug? Nein, das hast du nicht gesagt. Nein. Ja. Ja, der Flunkast. Und auch ob ich's hab, ist ja irrelevant. Es gibt's. Ja, ich sagte aber, ob du einen Baumstein in deinen Autotank reinkriegst. Aber. Ich hab einen Diesel, das wird schwierig. Diesel, das wollte ich doch von Anfang an sagen, dass das nicht funktioniert. Warum hast du das noch nicht gesagt? Hab ich doch. So ein kleiner Tannenbaum passt in jedes Auto. Aber nicht in den Tank. Zumindest nicht in deinen Benzin-Auto-Diesel. Ja, man müsste da ein bisschen was umbauen, ja. Man müsste den vergasen. Und dann kann man ihn erst benutzen als Treibstoff. Oder man macht ein organisches Auto, welches mit Hilfe eines Magens Kraft. Jetzt geht's ab. Generiert. Und, aber das ist relativ. Ich hab so den Eindruck, unmöglich. Brauchen hier noch ein bisschen zusätzliche Verstärkung beim Bäumefällen, ha? Ihr kommt nicht wirklich hinterher. Ja, ich mach ja schon, was hier geht. Ja, ja, nee, ich sag ja, ist okay, aber. Hast du jetzt so in den Raum geworfen, so, ne? Genau, es wäre, wenn noch jemand nichts zu tun hat, wäre das, glaube ich, ganz gut, wenn hier oben nochmal einer mit dazu kommt beim Fällen. Ja, ich fäll nur noch. Ich komme auch. Ich bring noch eben den Sprit weg. Was, an der Tanke? Ja, ich wollte. Oh. So. So, ich begebe mich dann mal zur Baustelle und guck, was ich da mit meinem Hammer schwingen kann. Mhm. Dieser Holzfäller kommt noch uns unterstützen beim Holzfäller. Bin ich der Holzfäller. So, wollen wir mal in den Skills gucken, wer der Holzfäller ist? Sehr Ruhe. Der Wald. Flo hat Forest Forager geskillt. Das ist gut, weil da kann er vielleicht ein paar Blätter runternehmen. Weil der Flo ist doch gerade nicht da, so viel. Natürlich ist er da. Aber der redet nicht so viel. Was? Hör mal, Heiko, wir haben Rechtsverkehr, ja? Ah, läuft. Wer hat denn hier sein Kart auf der Brücke vergessen? Nicht vergessen, hier wird gearbeitet. Ah, okay. Mitten auf der Straße. Ich habe ja gesagt, das muss vier breit und zweispurig. So. Wofür haben wir einen Stadtstreifen? Die habe ich doch immer gehört. Lass das ist ein Wagen Bürgersteig. Burger gibt's in der Küche unten bei mir. Oh. Wieso schreien jetzt die Bürger? Ah, Heiko, hast du das noch macht mich alles so betroffen. So eine moderne Axt? Was? So eine moderne Axt. So ja, eine aus Metall und so. Säge? Nee, eine aus Fiberglas. Fiberglas. Ah, oh, sowas gibt's auch. Ja. Ich mühe mich hier mit einer Steinaxt ab. Bist du verrückt? Ah ja, also so gutes Werkzeug sollte schon irgendwie herbei, würde ich sagen. Wer könnte denn das wohl bauen? Ein bisschen Wahnsinn. Was habe ich noch und ich setze nochmal was an. Wahnsinn, du hast doch das Skill jetzt, oder nicht? Ja? Ja, dann guck mal bei dir im Rucksack, da müsste eine Metallaxt drin sein dann. Ja. Ja, ist hier. Eins, zwei, drei. Wer die Steinaxt nicht ehrt, ist die Stahlaxt nicht wert. Jetzt also geht's voran. Also gerade wohl die Laser sind mit 5x5. Dem Lago angefangen haben die auch alles mit Stein und Holz gemacht zuerst. Miep, miep. Ja, wenn ich Stahl nicht wert bin, dann nehme ich halt Fiberglas, kein Problem. Basil, du stehst im Weg. Ich bin weg. Ich habe dir jetzt auch die Holzdinger weggenommen. Nico, wenn du schon nichts machen möchtest, dann steh wesentlich im Weg. Danke. Ja, du stehst bei mir immer noch auf dem Weg. Ich bin jetzt zum Beispiel bei Fussel hin. Ich weiß nicht, Fussel, siehst du mich? Fussel, die andere Seite, hinter dir. Warum? Ja, genau. Nein, nee. Siehst du mich in dem Fall nicht. Nee, ich seh dich nicht. Das ist jetzt wieder gut. Sag mal, leuchten diese Schilder oder bin ich Mischugge? Teilweise.
Also nicht teilweise Meshuggah, sondern teilweise leuchten, meine ich. Bei den Powered Cards leuchten die. Ach. Was ist hier los? Ich könnte eigentlich auch mal mit dem Powered Card. Der Weg ist zu eng. Soll ich mal ausloggen, einloggen? Beides. Der Basel steht bei mir immer noch auf dem Weg. Du kommst hier nicht vorbei. Jetzt ist der Basel weg, gerade bei mir verschwunden. Nee, das geht ja gar nicht, weil da nicht genug Platz ist. Nico! Jetzt ist der Basel wieder da. So, wir verabschieden uns für heute, sind morgen wieder da, weil der Basel ist nicht da. Tschüss! Tschüss! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.